Und herzlich willkommen zum nächsten Part von Donkey Kong Land. Heute kommt ein Höllenlevel. Also, I think so. Dass heute dieses dämliche Höllenlevel kommt. Wovor ich schon das ganze Let's Play über Angst habe. Und ich glaube, hier unten war was, aber nee, da war doch nichts. Ach Mann. Das Level hier ging noch. Aber ich meine, diese dummen Himmelslevel waren immer so scheiße lang. Also im Gegensatz zu anderen Leveln. Oh, hier war schon der erste Bonus. Das heißt, es ist niemals der einzigste. Obwohl, N. Gnarty. Also ich glaube, die heißen auch so wie in Donkey Kong Country. Würde ja keinen Sinn machen, wenn nicht. Oder nicht? Na, es wäre wirklich dumm, wenn die nicht so heißen wie in Country 1. Oh, was war das denn für ein Bug? Aber danke für den Bug. Denn ich wäre sonst elendig verreckt. Und das sah mir schon verdächtig aus, deswegen bin ich dort direkt hochgesprungen. Oh! Ach du Heiliger. Was ist denn das für ein knappes Spiel heute? Ach Mann. Zinger hasse ich. Ich wechsle einfach mal, damit wir auch Donkey Kong in dem Level sehen. Ende. Also das erste Level ging voll klar. Kein einziges Mal ist sogar gestorben. Ein Höhlenlevel. Ach, so eins. Diesen kreissägenartigen Dingern. Ich mache mal kurz ein Safe State, weil ich möchte nur mal kurz die Schluchten hier abchecken. Und ich bin dumm. Denn ich habe, als ich runtergesprungen bin, ein Safe State gemacht und nicht geloadet. Oh mein Gott. Ist da oben was? Hä? Da oben ist doch was. Wartet mal einen Moment, ist hier vielleicht doch was? Nee, hä? Ach, Mann. Aber wie komme ich denn dann da hoch? Soll ich da unten rein? Nee, oder? Nee, warum? Das macht keinen Sinn. Ach komm, das ist doch jetzt scheiße. Aber was soll denn das hier oben? Soll ich hier irgendwo runterspringen? Keine Ahnung. Ich zeig's euch dann. Ja, da oben ist ja was, das sieht man. Ach du Scheiße. Was habe ich denn da gerade versucht? Ach Mann. Da war vielleicht nur Ska, wenn wir Glück hatten. Din, 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 din. Solche Sprünge kann ich ja überhaupt nicht leiden. Übrigens, das ist zwar für euch dann wahrscheinlich schon wieder Ewigkeiten her, ich habe für mich einfach mal privat dieses dumme Mobile Game Bob's World angespielt. Und ne. Weil ich hab's eigentlich überlegt, als Fun-LP mal zu machen. Aber sorry, das kann man sich nicht geben.
Das ist wirklich überhaupt nicht gut, meiner Meinung nach. Und ich finde absolut nix. Aber vielleicht war da ja auch nur das K. Ja, na klar. Das war so lächerlich, also wirklich. Was mache ich denn? Ich weiß nicht, was ich hier gerade mir zusammenspiele. Die Leistung des ersten Levels war doch schön. Warum halte ich denn das jetzt nicht? Außerdem dachte ich habe die ganze Zeit noch Diddy Kong. Habe ich auch. Warum bin ich denn dann immer sofort verreckt? Ach du Scheiße. Ach Mann. Ja, da unten ist safe was. Aber wo? Also es kann natürlich theoretisch sein, dass hier jetzt der erste Bonus ist und da wirklich nur das K war, aber das K kann auch theoretisch gesehen in einem anderen Bonusraum gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ja, ist so. Jetzt kommt gleich das Horror-Level. Ich habe wirklich Angst ein bisschen davor. Und ich werde auch bei dem sofort nachgucken, wo die Bonusräume sind. Denn ich möchte das nicht zweimal machen. Aber ich gucke erstmal nach. Bis gleich. Lächerlich. Was anderes kann ich dazu einfach nicht sagen. Hä? Entweder mein Spiel ist einfach nur komplett verbuggt, was ich hier habe. Oder das war das falsche Level. Denn bei dem, den ich mir angesehen habe, war hier ein Fass, was nach oben ging. Ist egal, da oben ist nur das K und kein Bonus. Ich bin zu dumm. Nee, das ist das falsche Level. Nee, ist es nicht. Hier ist nämlich ja. Sorry, aber wie soll ich denn sowas sehen? Gut, dann gucke ich jetzt nach, wo in diesem Horror-Level die Bonusräume sind. Der einzigste Bonus, den es gibt, der ist markiert. Und ich habe gerade eben noch mehr Angst vor dem Level bekommen. Ich weiß nicht. Ich hatte ja eine Story zu dem Level hier. Ich denke, ich erzähle jetzt einfach mal und versuche das irgendwie ein zweites Mal zu schaffen. Ja, ich habe das Spiel ja auch für den Gameboy, also das Modul habe ich ja auch. Und das ist gar nicht so lange her. Ich habe es halt erst für den 3DS einmal geschafft. Einmal. Ich betone einmal, habe ich es geschafft. Und da halt auch nur mit Save States. Ja. Und auf dem Gameboy habe ich es halt nie geschafft. Und einmal war ich beim G. Wie ihr seht, es kommt kein Buchstabe einfach. Ich war beim G. Oder N. Oder irgendwie sowas. Und dann passiert das, wovor ich die ganze Zeit über Angst hatte. Die Batterien gehen leer. Ich hätte in dem Moment einfach nur heulen können. Ihr seht es ja wahrscheinlich, hier kommen überall diese fliegenden Schweine oder was auch immer das darstellen soll. Und das war insane knapp. Das gebe ich gerne zu.
Ach Mann. Ich mach jetzt hier ein Safe State. So soll das aussehen. Gut, nach dem Checkpoint hier kommt dann auch erst der richtige Mist. Jetzt muss man nämlich richtig springen, damit die Plattform sich auch gut weiter bewegt und ich weiß nicht, wann ich springen muss. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Ach, bitte fragt mich nicht, wie ich das mache, okay? Ich habe selber Angst, dass ich es nicht in dem Part schaffe. Nein, jetzt fahr bitte nicht zurück. Allerdings ist hier der Bonus, der erste und einzige. Und bitte verzeiht mir, dass ich den nachgeguckt habe. Ich hätte ihn zwar wahrscheinlich auch blind gefunden, aber... davor hätte ich Angst gehabt. Am Ende hätte ich nämlich den Mist nochmal spielen müssen. Und es tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, wann ich jetzt springen muss. Das scheint richtig gewesen zu sein. Also es geht jetzt noch mit der Schwierigkeit. Es kommt gleich noch Schwereres. Wo ich wirklich Stunden, ungelogen Stunden hing. Hier. Ich weiß nicht, wann ich springen muss, dass ich da hochkomme. In diese dumme Lücke. Ich weiß es wirklich nicht. Der macht, was er will. Jetzt? Reicht das? Oh mein Gott. So weit war ich schon lange nicht mehr. Und sorry, dass ich die ganze Zeit safe state, aber ich habe wirklich keinen Bock, dieses Level 150.000 Mal zu machen. Also wie gesagt, ach Mann. In diesem Level ist mir meine Gameboy-Batterie leer gegangen. Es mussten ja immer 4 rein. Junge, ich bin so explodiert. Ach Mann, jetzt hör auf, dich zu rollen. Okay, es passt. Ich habe auch nur noch Diddy Kong. Und wie ihr seht, es kommen einfach keine Buchstaben. Es kommen die ganze Zeit einfach noch keine Buchstaben. Und das ist halt der Mist. Das K. Und man denkt sich dann, dieses Level ist doch extrem lang. Aber ich kann euch beruhigen. Ach du Heiliger. Nach dem K kommen eigentlich die Buchstaben alle relativ schnell. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Reicht das? Nee. Das? Ja, perfekt. Und ich habe ja nur noch Diddy Kong. Ist hier oben was Wichtiges? Nee, ich glaube auch da muss ich hoch, ne? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Passt das? Natürlich passt es nicht. Ach Mann, ich weiß nicht, wann ich springen muss. Das sieht perfekt aus, oder? Ja. Also ich weiß nicht, wie man das Level ohne Safe State schaffen soll. Irgendwie sieht es mir gerade auch für mich selbst viel zu einfach aus. Aber es ist eigentlich nicht so, okay? Ich finde, ohne Safe State ist dieses Level insane schwer. Also Respekt an alle, die das können.
muss ich hier wieder perfekt springen, oder was? Ach Mann. Okay, ganz schnell springen. Perfekt. Komm, wir schaffen das jetzt. Hinterm Ziel habe ich gesehen, ist hier noch was Schönes, eine Münze. Wirklich, probiert es aus ohne Safe State. First try. Ihr glaubt mir nicht, wie schwer das ist. Ich hänge euch noch ein Level dran. Ausnahmsweise. Wir haben hier einen Reifen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau für was. Ob da oben jetzt was Wichtiges ist oder so. Das K, oder? Ja. Toll, das war mein zweiter Handy. Auf den ich halt immer gucke, wo die Bonusräume sind. Und so. Das vibriert jetzt einfach. Eigentlich kotzt mich das an, weil ich hoffe, dass man das einfach nicht hört. Also, das hat keinen Sinn gemacht, dieser Satz. Okay, hier ist ein Bonus. Ich hasse ihn. Ein Wunder, dass der nur in den Bonusräumen einfach vorkommt. Wo war denn gerade die Musik hin? Habt ihr es auch gemerkt? War einfach weg. Weiß nicht, was heute los ist. Ihr seid krank. Hättet ihr eigentlich Lust auf einen Nachfolger von Donkey Kong Land? Also, es gibt ja mittlerweile schon Donkey Kong Land 2 und 3. Das kam aber auch schon alles vor über 20 Jahren raus. Und hättet ihr Lust auf sowas wieder? Also, ich finde, eigentlich machen die Spiele alle 3 viel Spaß. Und ich muss auch echt sagen, sie sehen eigentlich ganz gut aus. Natürlich, heutzutage hat man auch mehr, heute kann man auch mehr mitmachen. Aber das wäre doch auch was Schönes, oder nicht? Schön, dass wir hier alles wahrscheinlich haben. Auch geisteskranke Sprünge. Geisteskranke meine ich natürlich. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Im nächsten Part machen wir weiter mit der Welt. Ich habe vergessen, nachzugucken, wie sie heißt. Ich sag's euch jetzt noch, ich gucke da. Diese Welt heißt, das, was ich gesucht habe, also das, was ich gefunden habe, Monkey Mountains. Und, also die Welt davor, ich weiß nicht, ob das zwei einzelne Welten sind. Die Welt davor hieß Monkey Mountains und die hier soll Schimpanse Clouds heißen. Ich hoffe, das ist richtig. Aber das würde schon Sinn machen. Gut, dann bedanke ich mich jetzt aber endlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Resttag. Hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.